Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Generation 2 ist erschienen. Ist 1 Uhr in der Nacht. Kein Mensch auf den Straßen. Ich kann nicht schlafen. Ein paar Runden werde ich durch meine Nachbarschaft Hasenbergel drehen. Zumindest die kleinen neuen Viecher alle von für euch. Server scheinen sich beruhigt zu haben, stabilisiert zu haben. Da vorne ist ein Wiesel oder so ein Teil. Schauen wir mal. Ich drehe ein paar Runden. Fang ein, zwei neue Pokémon. Hoffentlich. Also ich bin excited. Jeder von uns möchte Meister werden. Jeder will beweisen, was er kann. Jeder träumt davon, der Allererste auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Jeder Versuch bringt dich schon ein Stückchen weiter. Reiß deine Chance beim nächsten Mal. Diese Welt, in der wir leben. Eines der ersten neuen Pokémon. Das ist ein Marienkäfer. Ist weiter weg, als man glaubt. Alles klar. Nur 22. Da kommt irgendwo jemand, der denkt sich auch, was ist das für ein Volk, der mitten in der Nacht der in der Kamera redet. Ich hab mal wieder aus. Hat mein erstes Hutut gefangen. Auch meine erste Nanaberge. Schon lustig. Erstes Kamux entkommen. 1000 irgendwas hatte das. Und die davor hatten alle nur so 400 Enscan. Ist mitten in der Nacht, ich rede hier. Einfach so, stehe ich in dem Dunkeln und rede in der Kamera. Entsorgt. Werfen ist auch irgendwie anders. Also, die Pokémon bewegen sich anders. Und der Ball ist irgendwie auch immer viel weiter. Da vorne war gerade die Polizei. Ich habe Pokémon gefangen natürlich und die Polizei ist ein bisschen langsamer geworden. Hat mich schon so im Visier gehabt, aber sind zum Glück weitergefahren. Das wäre nicht gut für mich geendet. Ihr wisst, wir hatten schon mehrere Begegnungen mit der Polizei, während wir Pokémon gespielt haben, aber ich glaube noch keine zu Fuß. Also ich bin einfach so jetzt aus dem Haus gelaufen. Ich habe keinen Ausweis dabei, nix, und das ist mitten in der Nacht im Hasenbergel. Das ist eigentlich keine gute Idee. Aber zum Glück haben die mich nicht angehalten. Das heißt, unsere Pokémon-Abenteuer können weitergehen. Wohin genau? Ich weiß jetzt nicht, wie selten der ist. Aber schön cool, dachte ich mir. Verdiente, dass ich ein paar Worte zu ihm sage. Nur 40 WP direkt gefangen. Das war's. Ich gehe jetzt zu Hause, check die Beute ab, analysiere das, check die Medaillen und so und dann schauen wir mal. So, kleine Runde durch die Nachbarschaft gemacht. Schauen wir mal, was wir so Neues haben. 11 neue Pokémon. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Ich glaube, es war noch nie so spannend, irgendwie Taubsies und Rottweiler und Habitat zu fangen. Von der zweiten Generation. Also, wen haben wir da? Sentret. 5 von denen. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. 5. 20, vielleicht kann ich einen entwickeln. Hut, 2. Oh, hat eine Entwicklung Noctu.
Ladybar, einer entkommen, Entwicklung direkt auch gleich gefangen. Spinarak, 3, Entwicklung auch direkt gefangen. Ariados, ein Natu gefangen, 3 Natu sogar. Dann Wupper, okay. Kamux, der ist jetzt wichtig für Ding. Die Darkness-Medaille, wie heißt das? Finsternis. Unlicht auf, bei Pokémon. Und dann ein Ding. Robofett. Auch bekannt als Wohin genau. War nicht schlecht. Pokémon. Pokébälle sind komisch. Items habe ich jetzt keine für die Entwicklung bekommen. Dann eine von den Pineapples, die Doppelcandy machen. Und zwei Nanabären. Ansonsten hier Medaillen. Das ist neu. 18 von 70 für Gold. Und Unlicht. 5 von 10. Dann kriege ich erstmal Bronze. Ist cool. Bisschen was zu tun wieder. Checken wir mal die Pokémon ab. Könnt ihr sehen. Sehr wenig von den alten Pokémon gefangen. Ein Carpador. Leider nicht XL. Ansonsten. Ah, den habe ich im Pokédex gerade gar nicht gesehen. Kann ich nicht entwickeln. Vielleicht kann ich irgendwas für euch entwickeln. Nee. Noch nicht. Aber bald. Das war's. Kurzes, knackiges Video. Spontan jetzt. Konnte nicht schlafen. Zu gehypt wegen der neuen Generation. Schreibt unten in die Kommentare, wo ihr euch jetzt die nächsten paar Tage befindet. Ich stehe morgen früh auf. Direkt zum Bordeauxplatz mit ein paar Freunden. Genau so ist es. Morgen, also beziehungsweise in ein paar Stunden direkt zum Bordeauxplatz. Erstmal richtig geil farmen, vielleicht scannen, die Map geht auch. Wer weiß, richtig geil, dass Generation 2 draußen ist. Wir werden uns sicher sehen. Es werden jetzt richtig geile viele Videos folgen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.